Sehr geehrter Herr Funke, Mesdames et Messieurs les attachés de coopération pour le français, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers élèves, c'est pour moi un grand plaisir d'être ici pour la quatrième fois pour la cérémonie d'ouverture de ce prix des lycéens allemands qui ont choisi un livre et qui vont faire connaître ce livre. Parmi les projets que mène l'ambassade et l'Institut français d'Allemagne pour promouvoir la langue, mais aussi la culture française, auprès du public scolaire, ce prix des lycéens m'a toujours beaucoup impressionné. Je dois dire qu'aujourd'hui, on est très occupé avec l'Ukraine, avec un certain nombre de sujets vraiment difficiles à traiter. J'ai voulu absolument venir aujourd'hui, parce que je crois qu'ici, il souffle un vent positif, qui est le vent de l'avenir, et que c'est vous qui portez cet espoir du futur. Donc je voulais absolument être parmi vous. Cette manifestation manifeste les excellentes relations de notre réseau avec les autorités éducatives allemandes, je voudrais le souligner ici, avec les professeurs de français et beaucoup de partenaires fidèles et engagés qui font découvrir des auteurs que je salue très chaleureusement, Éric Sanvoisin, Irène Cohen-Janka, Sabine Penaud et Pauline Panet, le duo. M. Attangana n'a pas pu venir, et nous le regrettons, mais je dois dire que cette œuvre littéraire que vous apportez ici, et qui est débattue, contribue à apporter de l'intelligence dans la relation entre nos deux pays, la France et l'Allemagne, pour lesquels la culture est une dimension fondamentale et qui le restera. C'est pourquoi je voudrais saluer l'implication des différents acteurs, les remarquables performances des élèves, parce que c'est vous qui lisez les livres, c'est vous qui choisissez. Je sais que vous êtes toujours plus nombreux à relever ce défi et que tout ceci témoigne naturellement de vos qualités linguistiques et littéraires et de votre capacité d'ouverture aux pays voisins. Je vous en félicite. Vous faites tout ce travail en français et je vais donc dire également quelques mots en allemand. C'est la moindre des choses. Ich möchte mich also nicht näher auf die Geschichte des Preises eingehen. Also das der Preis, der wird zum 10. Mal, hier sind wir zum 10. Jubiläumsjahr gekommen. Ich wollte nicht also näher in die Geschichte des Preises eingehen, das werden andere viel besser tun als ich. Ich möchte mich allerdings bei unseren bewährten Partnern ganz herzlich bedanken. Denn ohne ihre Unterstützung würde es dieses wunderbare Projekt des Prix des Lycéens wohl kaum geben. Mein besonderer Dank gilt selbstverständlich an der ersten Stelle dem Klett Verlag, der seit Jahren ein wichtiger Partner der französischen Botschaft und des Instituts Français ist und der die Verbreitung französischer und französischsprachiger Literatur in Deutschland fördert. Außerdem stellt Klett das Preisgeld für den Gewinner und regt somit die Neugier und die Leidenschaft für Literatur immer wieder an. Ich möchte auch der Leipziger Buchmesse, die uns jedes Jahr einen wunderbaren Rahmen für diese Preisverleihung bietet, recht herzlich danken. Dazu könnte man sich tatsächlich keinen besseren Ort vorstellen als diese großartige Kulturmesse, die ja die ganze Bedeutung und den großen Wert der Bücher und Autoren bestens zum Ausdruck bringt. Und ich möchte auch schließlich auch EDF Deutschland danken, das den Literaturpreis nun schon zum dritten Mal unterstützt. Meine Damen und Herren, ich möchte nun meine ganze Dankbarkeit und volle Anerkennung für die bewundernswerte Arbeit ausdrücken, die Sie, verehrte Lehrerinnen und Lehrer, jeden Tag leisten. Lehrer zu sein ist ein wunderbarer Beruf, aber kein einfacher Beruf. Wir wissen Ihr großes Engagement bei unseren Veranstaltungen sehr zu schätzen, sei es beim Prix des Lycéens, Franco-Musik, Cinefet, dem Internet-Team-Wettbewerb oder bei unserem neuen Projekt zum Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, erinnern, erzählen, erfahren, se souvenir, raconter, partager. Durch Ihre Teilnahme an all diesen Veranstaltungen tragen Sie dazu bei, dass die Sprache nicht allein der Sprache willen gelernt wird, sondern dass Sie Ihren Schülern auch Zugang zu einer anderen Kultur, einer anderen Denkweise und anderen Werten verschafft. So knüpfen Sie auch, wenn ich so sagen darf, an die Tradition der Aufklärung bzw. der Lumière und das ist wichtig in unserer heutigen Zeit, wo die Werte der Toleranz, der Menschenwürde nicht immer also vorangehen, sah auch
muss man sich daran erinnern, dass diese Werte uns immer also verbunden haben und dass auch diese Werte unserer Demokratie zugrunde liegen. Bücher sind eigentlich ein Raum der Freiheit, der Aufgeschlossenheit und des geistigen sowie gesellschaftlichen Heranreifens. Und gerade darum müssen wir die Kultur fördern. Und Sie sind alle hier Kulturförderer. Ja. Dieses ist auch die Grundlage für die enge Verbundenheit zwischen unseren beiden Ländern, die seit der Aufklärung über all die Konflikte und Kriege hinweg bestehen blieb. Ja, die Kultur bleibt ein wesentlicher Bestandteil der Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich. Und sie bleibt auch ein fruchtbarer Boden für neue Zusammenarbeit in ganz Europa. Nicht nur für uns selbst, Franzosen und Deutsche, aber auch für ganz Europa. Durch ihre Teilnahme am Le Prix des Lycéens tragen Sie, verehrte Lehrerinnen und Lehrer, also zur Intensivierung der deutsch-französischen Freundschaft bei. Und dafür möchte ich Ihnen noch einmal ganz herzlich bedanken. Ich möchte auch an dieser Stelle betonen, dass unsere deutsch-französische Partnerschaft nicht nur auf das gemeinsame Vermächtnis von De Gaulle und Adenauer beruht, also auf den Elysée-Vertrag, unserem gemeinsamen Einigungswerk, sondern vor allem auch auf dem tatkräftigen und tagtäglichen Engagement der Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder. Sie sind diese Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder. Also ich denke mir, dass alles, was Sie schon mit dem Lesen der Bücher gemacht haben, zeugt von Ihrem Engagement. Und dass Sie das also weitertragen werden. Hoffentlich. Ja. Denn gerade dem großzügigen Einsatz unserer Zivilgesellschaften haben wir es zu verdanken, dass es heute mehr als 250 Städtepartnerschaften und hunderte von deutsch-französischen Gesellschaften gibt und dass im Rahmen des deutsch-französischen Jugendwerks jedes Jahr 200.000 junge Deutsche und Franzosen die Kultur und Sprache des Nachbarlandes besser kennenlernen dürfen. Man braucht seinen Nachbar wohl kennenlernen. Das ist wichtig. Ich habe einen Freund von mir, ehemaliger Richter, der sagte mir, die schlimmsten Probleme, die man hat zu beurteilen, sind die Probleme zwischen Nachbarn. Je mehr man sich kennt, desto besser kann man Probleme lösen. Und das trägt dazu bei, was Sie gerade gemacht haben. Deshalb möchte ich mich heute ganz besonders an die Jüngeren unter uns wenden. Charles de Gaulle hatte vor 50 Jahren in Ludwigsburg betont, und das wissen Sie sicher, dass die Zukunftsgestaltung in den Händen der Jugend liege. Und gesagt, ich zitiere, die Zukunft unserer beiden Länder, Frankreich und Deutschland, der Grundstein, auf dem die Einheit Europas errichtet werden muss, bleiben die gegenseitige Achtung, das Vertrauen und die Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutschen Volk. Ja, er hatte recht und seine Botschaft, also 1962 ausgesprochen, gilt heute immer noch. Die Zukunft unserer Freundschaft und die Zukunft Europas liegen in ihren Händen und wir verlassen uns auf sie. Heute erscheinen als die Errungenschaften unserer so einmaligen deutsch-französischen Partnerschaft fast schon selbstverständlich. Dennoch bleiben sie etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, dass Sie dessen bewusst sind. Denn sie wurden über mehrere Jahre mit Mut und Mühe hart erkämpft und sie können über Nacht auch wieder verloren gehen, wenn wir unsere gemeinsamen Anstrengungen nicht fortführen. Sie alle hier wirken dieser gefährlichen Gleichgültigkeit entgegen, denn sie gestalten unsere gemeinsame Zukunft und halten unsere Freundschaft jeden Tag lebendig. Sie verkörpern als solche, das wird vielleicht Sie erstaunen, aber sie verkörpern unsere gemeinsamen Werte der Freiheit in jeder Hinsicht, also Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, der Toleranz bzw. der Aufgeschlossenheit den anderen gegenüber und natürlich der Menschenwürde. Und wir haben, das muss man sich daran erinnern, wir haben nicht nur zwischen Franzosen und Deutschen Zerwürfnisse gehabt und Reue getan, aber wir haben gemeinsam in gleichen Schritten im 18. und 19. Jahrhundert darum gekämpft, dass diese Werte lebendig werden und wir sind gleich in einer Zeit. Mit der Ukraine heute muss man sich daran denken, was bieten wir der Welt an? Was bieten wir Europa an? Also als Franzosen und Deutschen, diese Werte sind unsere Werte, die sollen also überall belegt werden. Besonders in diesem Jahr
Indem wir des Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren gedenken, müssen wir unser gemeinsames Gedankengut erinnern. Wir werden der Gefallenen gedenken, selbstverständlich, aber auch der Worte eines Jean Jaurès, der sich mit aller Kraft gegen den Ausbruch des Ersten Weltkrieges eingesetzt hatte. Ich möchte auch daran erinnern, der Jean Jaurès, l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements. Mais elle justifie l'invincible espoir. Jeder hat verstanden, aber ich werde trotzdem übersetzen. Die Geschichte, sagte Jean Jaurès. Sie kennen, wer Jean Jaurès war. Er hat sich gegen den Krieg bis 31. Juli 1914, daher hat er hat gegen den Krieg gekämpft. Er sagte, die Geschichte lehrt den Menschen, wie schwierig große Aufgaben zu bewältigen sind und wie lange es dauert, Ziele zu erreichen, doch sie rechtfertigt unsere unerschütterliche Hoffnung. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ich habe lange gesprochen, ich komme hier zum Schluss. Die Zukunft birgt große Herausforderungen in sich. Im Kontext der Globalisierung und des digitalen Zeitalters verändert sich die Welt immer schneller und mit ihr verschieben sich auch die globalen Gleichgewichte auf der internationalen Bühne. Nur gemeinsam können wir uns diesen neuen Herausforderungen stellen und Frieden und Wohlstand in Europa sichern, denn wir dürfen nie vergessen, dass wir über ein überaus wertvolles Gut verfügen, eine einmalige deutsch-französische Freundschaft, die beruht auf einer einmaligen Verständigung, die unsere Konflikte überwunden, die einen Raum der freien Meinungsäußerung, der Kreativität und des freien Austauschs ermöglicht hat. Und das ist genau diese Errungenschaft, die wir also der Welt und Europa verschenken können. Sie alle hier leisten zur Pflege und Bereicherung unseres gemeinsamen Kulturguts einen entscheidenden Beitrag und ich kann Sie nur dazu ermutigen, sie immer weiter zu öffnen, weitere französische und französischsprachige Autoren zu lesen und die französische Kultur in all ihren Facetten weiterzuentwickeln. Vielen Dank für Ihr Engagement. Alles Gute für die Zukunft.